So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir waren gerade auf dem Babybazar und da habe ich was gefunden. Das ist das hier. Das ist mein neuer Dino. Guckt euch den mal an. Ist das nicht ein Dino, ja? Der sieht auf jeden Fall richtig dumm aus. Und ich habe ein Faible dafür, wenn was richtig dumm aussieht. Guck mal, Adi, der neue Dino. Dino, ich bin ein Dino. Seht mich an. Oh, ich mache I und ich mache A, weil ich bin ein Dino. Oh mein Gott! Und vor allem die Seite immer. Der sieht halt. Weiß ich nicht. Wer kauft so einen hässlichen Dino? Ne? Deswegen, den kann man so dahinstellen. Da ist er hier so rot und dann hat er so einen Schwanz. Und eigentlich ist er ja für den Jonas, gell? Adi Schatz! Adi Schatz, pass auf! Der. Nein! Nicht den Dino essen! Und weil der für den Jonas ist, würde ich ja im Prinzip den jetzt erstmal irgendwie waschen. Und dann müssen wir los, weil eigentlich wollen wir einen Community-Raid machen und wissen gar nicht, was drin ist, weil Entei, Suicune und Raikou erscheinen ab heute in den Raids. Und wenn ein Fünfer aufgeht, können einfach alle drei drin sein und das wisst ihr ja nicht. Deswegen müssen wir uns überraschen lassen und die nächsten zwei Tage mache ich dann jeweils die zwei anderen. Und das alles ohne Account und das ist richtig cool. Adi Schatz, Adi Schatz, oh yeah, juicy, noble, oh. Was machst du da, Adi? Adi. Dino! Nobel! So, den lassen wir jetzt hier drin und gehen jetzt zum Raid. Oh mein Gott! Für die Community! Stirb! So, da steht Helba. Da spielen sie Fußball irgendwie, keine Ahnung. Und hier ist der Raid eigentlich, also hier ist so ein Stromhäuschen. Genau das ist die Arena, wo wir jetzt sind. Und daneben ist der Teddy, deswegen möchte ich jetzt erstmal kurz den Teddy gucken, ob es da vielleicht die Alien Invasion gibt von diesen komischen Energy Drinks, wo es vier Sorten gibt und drei haben wir schon, eine brauchen wir noch. Das wäre genial. Auf der anderen Seite vom Stromhäuschen seht ihr übrigens dieses süße Rehkitz. Guckt euch mal die Nase an, ist das nicht schön? Sowas muss man einreichen als Pokestop, das wird genommen. Nicht, wenn ihr immer hier eure alten verranzten Trafo-Gebäude, Häuschen, Stromkästen, alles da nehmt, das ist nix. So, Alien Invasion gab es nicht, aber ich habe hier von Chupa Chups diese zwei Sparklings Sour Drinks entdeckt. Zwei verschiedene Sorten. Ich muss eh nochmal die ganzen Chupa Chups Sparkling Drinks testen. Das passt perfekt. Und das ist auch perfekt. Ihr könnt dann nämlich einfach Jonas ablegen und könnt so lange einkaufen gehen. Jonas Schatz, alles Gute. Ess die Mütze. So, nachdem ich Jonas jetzt auf der Motorhaube abgelegt hatte, Pupsi das wieder mal nicht so cool fand, weil ihr irgendwie gar nichts cool findet und immer Spielverderber spielt, ne? Könnt ihr mal reinschreiben, legt ihr eure Kinder auch immer auf die Motorhaube und geht dann weg. Ich stand ja dabei. Ich hab mal so gemacht hier, damit er mal sieht, dass das Blech ist. Auf jeden Fall stehen wir jetzt an der Arena. Ist total lustig, weil es schon wieder ein anderer Account, dem ich einladen muss. Manche wissen das nicht, haben einfach nur ihren Namen geschrieben in den Community-Tab. Kann ich aber nicht einladen, wenn ich die nicht adden kann. So. Wen nehmen wir denn jetzt überhaupt mit, wenn ich mal auf den Community-Tab gehe? Das ist übrigens mein erster offizieller zweiter Account, den ich damals 2016 irgendwann gemacht habe, nachdem ich Level 40 mit meinem Hauptaccount erreicht hatte. War mir so langweilig. Ich habe mir einen neben dem Ivar Scharf, wie mein Main damals hieß, den Ivar Mild erstellt. Und das war der hier. Der ist also mit am ältesten von allen. Wurde aber halt nicht wirklich bespielt, hat jetzt trotzdem 40.000 Münzen durchs tägliche Arena setzen, aber ja, muss ich den jetzt mal nehmen, um hier einzuladen. Erstens habe ich im Community-Tab wieder die Übersicht gepostet, drei Grafiken zu
Raikou zu Entei zu Suicune, weil die ja jetzt alle erscheinen. Ich weiß jetzt noch nicht, was aus diesem Raid rauskommt. Wenn da Suicune drin ist, mache ich dann morgen Raikou oder Entei. Wenn da Raikou drin ist, mache ich morgen Suicune oder Entei. Und dann, wenn morgen der zweite auch fertig ist, mache ich übermorgen dann halt den dritten, der noch aussteht. Der erste ist der leichteste in dem Sinne, weil du postest einen Fünfer, gehst hin und machst den. Bei den anderen musst du ja immer erst warten, bis die auf sind. Hast dann viel weniger Zeit zu interagieren. Die habe ich jetzt auf jeden Fall gepostet. Bei Raikou nehmt ihr halt hier Boden, weil das ist Elektro. Bei Entei nehmt ihr Boden, weil das ist Feuer. Ihr könnt aber auch Gestein oder Wasser nehmen. Und bei Suicune nehmt ihr Pflanze oder Elektro, weil das Ding ist ja Wasser. So, ich weiß noch nicht, was es ist. Habe jetzt gepostet, wildes Stromhäuschen. Der geht gleich auf. Wir stehen schon hier und wir nehmen mal mit. Wir haben Matze, Cheffe. Svegodat kann ich nicht einladen, weil der hat seinen Trainercode nicht angegeben. Deswegen ist es noch Excavador, Henry Niki, Son Gohan. Der muss aber noch annehmen. Den habe ich geaddet. Der muss aber noch annehmen. Hat er bis eben noch nicht. Bis jetzt habe ich nur 9. Vielleicht, weil er auch denkt, das ist ein Alter. Oder er sieht jetzt kurz nochmal drauf. Pokehunter haben wir noch. Creeper2Go, Simon, Fo, Shenaya und Trude. Damit sind 10 Leute am Start, die eingeladen werden. Das ist hier eine blaue Arena. Wir gehen jetzt auch mal hier drauf. Lass uns mal überraschen, was es wird. Ich würde mich über Raikou freuen. Ganz ehrlich, von den drei Raubkatzen ist Raikou mein Liebling. Nicht nur, dass er gelb ist wie Team Gelb. Er ist halt Elektro und Elektro finde ich am nützlichsten, gefolgt von... Es ist Raikou... Perfekt. Raikou, Elektro, wir nehmen Boden. Ich muss jetzt aber trotzdem erstmal eine private Gruppe machen, Pupsi. Ich versuch's dann auch aufzumachen. Es ist grün, brennt grün. Wir gehen mal rein. Ich habe die alle in den Zwischenspeicher eingefügt. Pokehunter, Excavador und so weiter, bla bla bla. Unten dann der Rest. Hier sehen wir Knackrack. Dreimal. Ich hoffe mit C-Day-Move und Bodenattacken. Rihonyo, dreimal. Könnte sein, dass er Gesteinsattacken hat, aber weil es halt Typ Boden ist, es den mit reingenommen hat. Schauen wir mal, schauen wir mal. Sobald ich nochmal einladen kann, hole ich die nächsten 5 mit rein. Dann mache ich es auch öffentlich und dann freue ich mich, dass es Raikou ist. Das heißt beim nächsten Mal Entei oder Suicune, das aber dann morgen. Also das nehme ich jetzt hier auf am, was ist denn heute überhaupt? Samstag, genau. Warte, was machst du da? Du musst aussteigen, muss ich kurz weg. Tschüss. So, stellen wir uns wieder hin, nachdem der kleine Skinhead aus dem Bild geschrumpelt wurde. Ich tue es jetzt mal öffentlich stellen, ungefähr so. Heute ist Samstag. Heute ist aber auch C-Day ab 14 Uhr. Deswegen werde ich heute den C-Day streamen und ich werde das C-Day-Ausbeute-Video heute am Samstag hochladen. Am Sonntag möchte ich Raids für Zuschauer machen von 10 bis 12 Uhr mit allen dreien Raubkatzen. Ihr seht dieses Video aber erst am Sonntag um 15 Uhr. Während ich am Sonntag aber mein Daily Raid Pass verbrauche für entweder Entei oder Suicune und Montag dann den letzten Pass verbrauche für entweder Entei oder Suicune. Und so haben wir am Sonntag, am Montag und am Dienstag jeweils ein Video zum Community Raid, obwohl die Samstag, Sonntag und Montag stattgefunden haben, seht ihr die trotzdem am jeweiligen darauffolgenden Tag. Dann ist ja schon wieder Mittwoch, dann kommen wieder Raider Mittwoch, die Highlights der Woche und so weiter. Dann ist der Habanero-Account vielleicht auch schon wieder zurück. Ansonsten könnte ich mal zeigen, was der trotzdem für Pokémon hat gerade, was für 100er und Shinies der mittlerweile gesammelt hat, bevor der gesperrt wird oder irgendwas. Die Nudel, die ist noch länger weg im Urlaub, die ist jetzt 30 Tage weg. Aus dem 7er wurde ein 30er mitten am nächsten Tag direkt, also ja. Und jetzt nehme ich gerade den, damit ich wenigstens die Raid-Bosse begrüßen kann, damit ich wenigstens Hallo sagen kann. Und weil der, ich habe mir eine Liste gemacht mit allen 18 Accounts, die ich habe, habe geguckt, der hat das höchste Level, der hat den meisten Stau, der hat die höchste Pokémon-Aufbewahrung, der hat die höchste, den höchsten Itemplatz und der hat die meisten Münzen. Trotzdem würde ich den nicht als offiziellen Main-Account dann weiterführen wollen, weil der Zoll ja der Habanero sein. Ihr habt euch jetzt alle mit dem Habanero verbunden. Sobald der Habanero also zurück ist, wird es noch ruhiger als ruhig. Aber es wird der Habanero sein. Und als zweiter Account eben den Samyang Bulldog. Da habt ihr Samyang Bulldog und Habanero Lime. Und das passt perfekt. Das ist die Nudel Collection. Und alle 8 bis 10 Handys, die ich so habe, könnt ihr eigentlich alle jetzt wegschmeißen oder verkaufen oder keine Ahnung was mitmachen. Braucht man dann nicht mehr. Ist einfach dann wurscht. So, 1913. Was hast denn du?
Dann muss schnell neu starten, bevor wack ist. So, tun wir mal so, als würde man den fangen wollen. Er ist leider kein Shiny. Shiny gibt es aber schon. Raiko hatte damals einen Raid Day, wo man 5 freie Pässe hatte. Da sind wir damals noch rumgezogen mit dem Auto. Jeder hat 3-4 Handys auf dem Schoß gehabt im Auto. Dann habe ich gesagt, ich habe die 5 Pässe durch bei dem Kleinen, ich wechsle auf den nächsten, habe die 5 Pässe gemacht, wechsle auf den nächsten, habe die 5 Pässe gemacht. Wir haben da durchschnittlich 20 Raids gemacht, aber jeder immer so mit 4 Handys, 4 Accounts. Das waren auf jeden Fall noch richtig geniale Zeiten, aber das heißt ja Pokémon Go und nicht Pokémon Drive. Stört sich wieder die Hälfte der Leute drüber. Dann ist es ja auch, wir haben mit mehreren Accounts geratet, das ist auch schon wieder verboten. Dann hat einer gesagt, kannst du meinen Account mitnehmen, weil ich muss an dem Tag arbeiten. Account-Sharing ist schon wieder verboten. Merkt ihr, dass man seit Anfang an gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat? Es ging einfach nie anders. Es ging nie anders. So, was haben wir jetzt hier? 12, 11, 11. Mining, Raikou, 23, 9 ist, wie gesagt, leider nicht so gut. Ich kann aber mal kurz gucken, was der Account für einen Raikou hat. Das höchste Raikou, was der hier hat, ist sogar ein 100er mit 3452. Der Main hatte auch einen 100er, da hätte ich jetzt XL gesammelt, hätte das hochgezogen. Aber der Main ist nicht mehr da. Entei ist auch als 100er vorhanden gewesen. Suicune hätte als 100er gefehlt, aber jetzt kein Geld mehr, nur noch free to play. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr einen Shiny? Braucht ihr einen Shiny? Jetzt weiß ich nicht mehr, was der Rest war. Hier ist auch kein Shiny mehr drauf. Das sind aber noch ein paar alte Raikou. Finde ich auf jeden Fall cool. Wie findet ihr Raikou für mich? Der beste, der coolste, der genialste der 3 Raubkatzen. Ansonsten 100er ist vorhanden. Das war's. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Habt ihr einen 100er? Habt ihr einen Shiny? Werdet ihr Raikou raiden? Oder stürzt ihr euch auf die 2 anderen? Peace out, vorhaut, euer Ramses. Schon wieder. Ciao.